Ja, willkommen zurück bei Let's Play Postal. Da ich keine Ahnung habe, wie dieses Polizeiamt im Moment geht, bring jetzt erstmal dich um! Ja, Idiot, Alter. Behindertenmixer, alles kotzt mich schon wieder an, ey. Ja. Ich muss jetzt hier erstmal die Leiche verstecken. Ja, ich habe mich jetzt genügend. Nein, nein, nein. Merkt man erst, wie ungenau die Sense ist. Na? Ja, genug abreagiert. Zurück zum Thema. Da kotzt einer. Was gibt's da zu kotzen, Madame? Ah, ihr scheiß Armee-Leute, ihr kotzt mich auch schon wieder an, ey. Verreckt doch alle, ey. Verreckt. Hallo, ich hätte gerne ein Zimmer. Egal wo, Hauptsache die Bullen nerven mich mal für eine Zeit lang nicht mehr. Tut mir leid, Madame. Das habe ich gesucht. Klo, keine Zeit zum Pissen jetzt. Treppe hoch. Wie oft ich schon in diesem Hotel war. So. Strafe abwarten. Ah, und wieder hocken wir in der Zelle fest. Was sollen wir nur tun? Wir könnten ja ein Spiel spielen, ne? Ich schau mal gerade. Oh, yeah, Donuts. Ja, bei dem ganzen Stress im Polizeiamt bin ich gar nicht zum Frühstücken gekommen. Könnten wir mal Granaten werfen? Nee, keine gute Idee. Du störst mich bei meinem Geschäft, sag mal. Was dir einfällt, ey. Die Polizisten, ey, also wirklich. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt, Bro. Ja, verstanden? Ja. Jetzt habe ich mir wieder ein paar Tropfen in die Hose gepisst, ey. Stell dir mal vor, jetzt fühlt sich das wieder komisch beim Gehen an. Geht's euch auch manchmal so? An mir gerade schon. Kettensäge, die regt mich übelst auf irgendwie, ey. So, Beweise verbrennen, ne? So, und jetzt kann ich endlich mein Geschäft zu Ende verrichten. Tu ich auch was Sinnvolles dabei? Oh, ja. Kommt die ganze Cola von heute früh wieder raus. Ey, vielen Dank, du Assi, Alter! Jetzt, ich glaub's nicht, zum dritten Mal stört ihr mich schon bei meinem. Wie oft soll ich euch noch sagen? Ich will hier in Ruhe pinkeln. Ey, verarscht ihr mich? Fette Gans, du, ey. Du Fette.
Du wärst so fett, ey. Now the flowers will grow. Jetzt haben wir schon wieder so sinnlos viel Zeit verdaddelt, ey. So, damit es nach einem Unfall aussieht. Boah, jetzt sieht schon nach einem Unfall aus, oder? Ja, wenn man sich so anschaut, ja, ne? Verdammt. So, wenn wir den Kopf jetzt noch ein bisschen... Ja, genau, gut. Jetzt sieht es doch wie ein Unfall aus, oder? Also, soll ich euch sagen, wie das passiert ist? Also, falls mich jemand vor Gericht vorlädt und sagt, ja, wissen Sie, können Sie sich zu diesem Vorfall äußern? Sage ich, ja, ganz einfach. Die war's. Gell? Du konntest es nicht ertragen, dass dein Alter... Verdammt! Jetzt hab ich die Täterin umgebracht. Gerechtigkeit ist wiederhergestellt. Sie konnte es einfach nicht ertragen, dass ihr Mann mit einer anderen, mit der Fetten da, ihr wisst schon was, gemacht hat und, ja, da hat sie verbrannt. Das ist zwar dann kein Unfall, wenn man es so betrachtet, aber wie auch immer. Die Stadt hier ist ja eh voller Leichen. Da fällt das. Da kommt es auf die eine oder andere hier oben im Hotel auch nicht an. Apropos Leichen, wir gehen jetzt mal wieder schön ins Polizeiamt. Probier den Mist einfach nochmal. Morning. Hi there. Hi, tut's auch. I'm here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fund. That'll be bucks. Shit. I'm sorry. Hab ich vielleicht zu wenig Geld oder was? Hi there. Hello. Das könnte ja sein. Oh fuck. Du bist dahinter geschmissen. Jetzt hat er was gesagt. Irgendwas mit so und so viel Dollars. Egal, wir gehen jetzt einfach. Ja, jetzt holen wir uns mal unser Geld zurück, ne? Ne, erst sagen so, ja, zu wenig, Junge, ne? Bist du wegen zu schnell gefahren? Ja, ich will mir nur mein Geld holen, bin gleich wieder weg. Kann ich nicht. Ich will nur mein Geld, Entschuldigung, tschüss. War nett bei euch, ich komme vielleicht später nochmal. Boah, hätten wir das auch wieder erledigt, so zu 90%, nein. Das heißt, zu 70% haben wir das erledigt. Vielleicht stimmte das, dass man mehr, weniger Geld braucht, mehr Geld braucht, ja. Ihr seid schon cool, Jungs, ne? So, ich habe jetzt den Weg erspart. Ich habe einen Schnitt gemacht. Ich hoffe, das klappt alles so, wie es geht. Ich habe jetzt, bin jetzt einfach nur zur Fabrik gelaufen und musste jetzt hier mal wieder anmachen. Ich bin zwar noch nicht da, wie ihr seht, aber hier sind ein paar Terroristen und die wollen euch kurz zeigen. Ja, schaut! Hätten wir das jetzt auch erledigt. Ja. Gehen wir wieder. Oh, diese Kacksäge wieder, ey. Die muss ich meinen Opa mal wieder zurückbringen. Mein Opa Woody Woodfeller. Holzfäller von Beruf. So. Und die Granaten, die muss ich auch mal bald loswerden, ne? Was ist jetzt? Ja. Hier müsste es irgendwo sein. Nein, noch nicht ganz. Also hier gefällt es mir gar nicht hier. Das ist ja alles so. Einbruch. Oh. Wer hat schon Molotow-Cocktails im Klo? Im Schaufenster. Der Verkäufer wird sich so gedacht haben, so, ah, das ist das beste Versteck, das ich je machen konnte. Und dann, ja, den Ende der Geschichte kennt ihr ja.
I feel better already. That's the stuff. Ja, was war? Eine Flasche Bourbon, ne? Ne? Ja, die Schnur, das ist so ein neumodischer Korken, ne? Nur so zur Info, ne? Ja. Ich glaube, das haben die mir schon abgekauft, ne? Ja, Entschuldigung, Madam. Miss. Frau, Fräulein. Hässliche, dumme Bitch. Ih, das ist ja widerlich. Wie komme ich jetzt hier überhaupt rein? Ich glaube, wenn ich da reinfall, dann freck ich. Ich glaub's. Ich bin mir nicht sicher. Aber hier ist hier so ein Rohr, so ein schöner... Ah! Ach, no risk, no fun! Ja. Passiert gar nichts, stinkt nur ein bisschen. Boah. Uff, ich riech schon bis hierher. Oh, das hätte ich nicht machen sollen, ey. Nein! Boah. Und da soll ich noch ins Polizeiamt, ey. Wenn ich so mief, ey, ganz ehrlich, ey. Ja, hallo. Ich mache am besten einen weiten Bogen um die Leute. Und schau, hey, da ist eine. Ein P in Frankreich fahren. Nein, eigentlich in. Luxemburg Farben rot weiß blau. Ja, Luxemburg. Alter Streber. So, alles ausgeschildert, hoffe ich doch. Oder? Ja. Hier, da haben wir es doch. Vermutlich nicht die beste Bauweise, ein bisschen umständlich, muss ich sagen, aber naja. Hey. Hallo. Hello, Miss. I need to buy some napalm. Steh so dumm rum, gib mir lieber was. Ich muss ein paar Ratten bei mir daheim töten oder meine Ratten stehen für meine Frau. Yeah, hier ist das Geld, ey. Ich soll es mir selbst holen oder was? Scheiße, jetzt hab ich schon nicht. Ja, dann hol ich es mir eben selber. Okay. Gut.